Herzlich willkommen, ihr seht Spätvorstellung, das Kinomagazin. Wir stellen euch heute das Drama extrem laut und unglaublich nah vor. Oscar verliert bei den Terroranschlägen vom 11. September seinen Vater Thomas. Als rund ein Jahr später ein alter Schlüssel seines Vaters auftaucht, begibt sich der Junge in New York auf die Suche nach dem passenden Schloss und lernt dabei eine Reihe von Menschen und ihre persönlichen Schicksale kennen. Insgesamt fand ich den Film okay, weil ich fand es schon ein bisschen schade, dass an vielen Stellen im Film auf die Tränendrüse gedrückt wurde. Was ich auch nicht so ganz so gut fand, war die Tatsache, dass Sandra Bullock und Tom Hanks in dem Film eher eine kleine Rolle bekommen haben. Also besonders bei Sandra Bullock hätte ich mir gewünscht, dass sie mehr in den Vordergrund einfach kommt. Genau, zumal sie wirklich am allerbesten gespielt hat. Ja, sie war gut. Aber ich fand zum Beispiel Thomas Horn, der ja Oscar gespielt hat, wirklich auch relativ gut. Also dafür, dass er jetzt wirklich keine Schauspielerfahrung vorher hatte, fand ich, hat er weitestgehend seine Rolle ganz gut verkörpert. Ja, er weiß nicht schlecht, aber gut würde ich nicht sagen. Also wenn man ihn jetzt zum Beispiel mit den Kinderdarstellern aus The Tree of Life vergleicht, merkt man halt, dass die deutlich besser waren. So, was mich halt wirklich also absolut genervt hat bei dem Film, war, als der Junge immer mit diesem Tambourin durch die Gegend gelaufen ist, ja, das hat einen teilweise irre gemacht. Das war einfach ein Stilmittel, was überhaupt nicht gepasst hat. Wir spielten immer ein tolles Spiel, die Erkundungsexpedition. Ich sollte aus jedem Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts etwas mitbringen. Was an ihm vermisst du? Seine Stimme vermisse ich. Seine Stimme, die sagt, dass er mich liebt. Ich auch. Also ich fand den Film extrem zäh und unglaublich trivial. Gebe ihm 5 von 10 Punkten. Komm, sag nochmal was Positives. Naja, ein paar gute Szenen hatte er und ich musste auch das ein oder andere Mal schmunzeln. Ja, zumindest öfter als ich. Also ich persönlich kann nicht nachvollziehen, warum extrem laut und unglaublich nah als bester Film für den Oscar nominiert wurde. Also Filme wie J. Edgar oder auch Verblendung, Melancholia. Genau, hätten die Nominierung wirklich mehr verdient gehabt. Ich gebe dem Film 5,5 von 10 Punkten. Erinnerst du dich noch an das tolle Spiel, was wir machen wollten, die Erkundungsexpedition? Ja. Genau, wir wollten ja beide aus jedem Jahrzehnt unseres Lebens was ganz Besonderes mitbringen. Hast du das dabei? Ja, klar. Cool. Oh, schau mal, in den 2010er Jahren habe ich meinen Bachelor gemacht. Cool, herzlichen Glückwunsch. Ja, danke schön. Ja, und meine Lieblingsschuhe habe ich in den 2000er Jahren gekauft. Wow. Genau, hier, schau mal. 1999 habe ich meinen Führerschein gemacht. Das ist die erste Autofahrt mit meinen beiden Brüdern, in meinem eigenen Auto. Schön. Was macht die Banane da? Das ist aus den 1980er Jahren. Das war das erste, was ich mir nach dem Mauerfall für Begrüßungsgeld gekauft habe.